Ja, hallo und willkommen nach langer Zeit mal wieder ein größeres Update von mir, sprich aus den Monaten Januar bis jetzt Ende März. Da hat sich einiges angesammelt, wie ihr schon sehen könnt, eventuell so ein bisschen. Hier ist die Demonic Toys Box von 84 Entertainment in diesem schönen Sammelschuber. So sieht die Sache einzeln aus. Limitiert ist die Sache hier auf 250 Stück. Dann haben wir hier die einzelnen Titel. Das ein bisschen zur Seite stellen. So, dann haben wir hier Demonic Toys in den großen Hardboxen. Die habe ich mal alle relativ günstig bei Filmundo für, glaube, mit Versand für 19 Euro abgestaubt. Bad Channels oder Cosmo der Außerirdische. Ja, sind natürlich absolute Trash-Filme. Dolmen vs. Demonic Toys. Und Dolmen, der Space Cop. Ping. Jetzt ist mir gerade die Pappe abgestürzt. Aber die andere Sache halte ich gerade mal mit meiner linken Hand fest. Life is life. Und bei mir ist ja immer der Director's Cut. Ihr wisst ja. Wie gesagt, die sind alle durchnummeriert. Limitiert auf 250 Stück, die Edition. Jo. So. Das wäre Nummer 1. Dann rücken wir den Hobbit mal wieder ein bisschen in die Mitte als Unterstützung. So, weiter geht's. Und zwar hier ein Western-Klassiker mit Lee Van Cleef und William Berger, Sabata. Restaurierte HD-Neuabtastung, 3-Disc-Set, Blu-ray und DVD. Für Western-Freunde ein absolutes Muss. Ebenfalls mit Lee Van Cleef von Mann zu Mann. Auch im 3-Disc-Digipack. Dann haben wir hier die Karl May Orient-Box, nicht Orion-Box. Orion-Box ist eine andere Box. Mit den Filmen Der Schutt und Durchs wilde Kurdistan. Die Shatterhand-Box. Mit Old Shatterhand und Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten. Und die Karl May Mexiko Box. Mit Der Schatz der Azteken und Die Pyramide des Sonnengottes. So, jetzt kommen ein paar Media Box. Und zwar haben wir hier Trick or Treat. Im limitierten 3-Disc, in der 3-Disc Limited Collectors Edition von NSM. Eigentlich hatte ich mir Cover A bestellt, aber naja, bei DTM ist da ein bisschen was schief gelaufen. Die haben mir hier Cover B geschickt, aber naja, das jetzt wieder zurückzuschicken, habe ich halt jetzt Cover B behalten. So schlecht sieht es auch nicht aus. Ja, wie gesagt, ist Soundtrack mit an Bord, Blu-ray und DVD. Dann haben wir hier das Classic Cover von Muttertag im Mediabook von XT. Film dürfte allseits bekannt sein, denke ich mal. Dann die 3-Disc Collectors Trilogie Box oder Booklet. Booklet, was sehe ich denn da? Mediabook im Ultimate 3-Disc Collectors. In der 3-Disc Collectors Edition, mein Gott, ja, spät am Abend, da ist öfters mal ein Versprecher drin. Ja, Hatchet ist einfach nur cool. Popcorn, Horror, Splatter, at its best. Mit ein paar Kumpels und ab geht die Post. Und dann das
Ultimate 3 Disc Collectors, die 3 Disc Collectors Edition von I Spit on Your Grave, inklusive dem Original aus den 70er Jahren, aus den 70er Jahren und den beiden Fortsetzungen. Ja, super Kino, super Splatter, super Terror-Kino. Rape and Revenge, absolut genial. Man muss natürlich drauf stehen. Also, meine Frau rennt ja bei so einem Film immer raus. Da kann ich ja mit so weit nicht um die Ecke kommen. Kriegt die gelb-rote Karte. So, dann haben wir hier das nächste Mediabook, Bride of Reanimator. In diesem wunderschönen Mediabook von Cape Light. Wie ihr seht, waren ja oder sind ja viele Sachen hier von mir noch original verpackt, weil ich einfach in der letzten Zeit nicht dazu gekommen bin, die mir anzugucken und die lasse ich dann einfach immer noch zu, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, wunderschönes Mediabook, Erstauflage, sehr zu empfehlen. Dann haben wir hier das Mediabook von Draculas Hexenjagd, auch noch OVP, in Cover-Variante A. Diese Artwork-Zeichnung hat mir einfach besser gefallen als diese andere Variante im Cover B, aber wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache. Und die Hammerfilme werde ich nach und nach, wenn sie jetzt gerade rauskommen, selbstverständlich in der Mediabook-Variante sammeln. Dann haben wir hier noch ein Mediabook, ich glaube, das ist das letzte, jawohl. Martyrs hier in Cover B. Ja, ist ja nicht viel zu sehen, die hat ja nicht viel da oben. So, Rückseite. Ja, französisches Terrorkino. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach genial. So, jetzt kommen ein paar Steals. Odd Thomas ist ja diese Woche bei Amazon als Wochenangebot, glaube ich. Kam jetzt hier 12,97. Ja, wie gesagt, Film ist noch verschweißt. Kennen den Film aber schon. Und ist wirklich nicht schlecht. Also für den Preis auf alle Fälle zu empfehlen. Dann haben wir hier Captain Phillips im Steelbook. Mediamarkt exklusiv. Auch noch nicht gesehen. Letztens eine Lieferung von Savi bekommen. Und zwar das Steel von 300. Hier in der Premium Collection. Inklusive deutscher Tonspur, selbstverständlich. Dann das Müller Exklusiv Steelbook von Riddick im Kino und Extended Cut. Das Savi Exklusiv, nee, Savi Exklusiv ist es nicht. Die Variante habe ich über Amazon UK bestellt. War sie 3 Euro günstiger. Und zwar das Steel von Rocky mit deutschem Ton. Sieht einfach cooler und besser aus. Das Steel ist auch geprägt. Die deutsche Emery sieht potthässlich aus, meiner Meinung nach. Ebenso aus UK The Fly, die Fliege, der Klassiker von 1958. Meine Emery-Version habe ich verkauft. Da ist dieses Artwork auf der deutschen Scheibe drauf mit diesem hässlichen FSK 12-Latschen. Ja, ist bei eBay gut weggegangen und ja, der kam jetzt hier, glaube ich, mit Versand 17 oder 18 Euro. So, weiter geht's. Dick Tracy im Stil. Das nächste Steel folgt, wieder Müller exklusiv, Insidious Chapter 2. Bei Müller gibt es wohl demnächst, ich glaube im Mai kommt der raus, Machete. Der zweite Teil, auch Müller exklusives Steelbook. Werde ich mir dann auch selbstverständlich bestellen. So, das nächste Steel, The Rocketeer oder Rocketeer einfach. Klasse Film, habe ich damals im Kino gesehen. Einfach geil, der Film. Dann haben wir hier was für unsere Metal Freaks. Metallica Through the Never in 3D.
Also der Film ist ganz nett. Ich habe mir letztens angeguckt, nichts überragendes. Die Mucke, klar, muss man mögen, aber wie gesagt, geile Mucke, Handlung kann man da nicht viel erwarten, aber im Großen und Ganzen ganz okay. So, dann haben wir hier das Steelbook von Thor 2. Ohne jegliche Schriftzüge. Einfach mal nur Artwork. Jo. So, dann kommen jetzt mal ein paar DVDs. Und zwar Rough Rogue. Wie wird das ausgesprochen? Ihr müsst mich dann nochmal aufklären. Rough Rogue oder ich würde jetzt mal Rogue sagen. Rogue. Rogue. Ja, im falschen Revier. Hier Tierhorror Trash für 1 Euro auf dem Krabbeltisch mal mitgenommen. Kenne ich noch nicht. Dann haben wir hier Night of the Living Dead. Ja, ich weiß, es ist ein besonderer Film. Da gibt es auch jetzt eine BD. Aber ja, nee, erreicht mir erstmal der, bevor da meine offizielle, eventuell meine offizielle Version kommt, reicht mir die Variante. Die Quali ist ganz in Ordnung. So, also ist das Remake von Tom Savini natürlich. So, dann haben wir hier den scharlachroten Pirat. Mit Robert Shaw, James Earl Jones und Peter Boyle. Ja, Abenteuer-Piratenfilm. Ganz nettes kleines Filmchen. Dann haben wir hier mit Keanu Reeves The Watcher. Hier noch im schönen In Jewel Case. Habe ich letztens getauscht mit einem User hier von Facebook. Habe keine negative Erinnerung an den Film. Also, ich hatte ihn ja irgendwann mal gesehen und wie gesagt, war wohl ganz nett. So, dann haben wir noch einen OVP-verpackten Titel und zwar Lord Jim aus UK, wie ihr sehen könnt. Hat deutsche Tonspur an Bord. Ist auch so ein netter Abenteuerfilm. Mit Peter O'Toole, wie gesagt. Da steht es auch. German 3.0 German. Lord Jim. Da gibt es auch eine Super 8, einen Super 8 Einteiler meiner Meinung nach. Und der ist auch nicht ganz günstig. Also der ist schon sehr begehrt teilweise, soweit ich informiert bin. Der Film geht übrigens in der Gesamtlaufzeit 2 Stunden 47 Minuten. So, dann haben wir, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Neuauflage, bisschen nicht Erstauflage in der ungeschnittenen Fassung. Mit Scott Glenn, Toshiro Mifune, Regie John Frankenheimer. Alte Erinnerung aus den frühen 80er Jahren. Dann kommen wir zur Scanners Trilogie Box, Blu-ray Box. Erstmals komplett HD remastered, alle drei Teile und selbstverständlich uncut, inklusive des Meisterwerks von David Cronenberg, dem ersten Teil. Dann haben wir hier einen Blindflug und zwar die Fan Edition von The Colony. Da sind wohl noch Handwärmer mit drin. Irgendwo wahrscheinlich hier in der Box, in der Emery, was ziemlich schwer für so eine normale Emery. Ja, sagt mir nichts der Film, aber der Trailer hat mich eigentlich überzeugt, dass ich den für 9,99 einfach mal mitbestellt hatte bei DTM. Und da lasse ich mich einfach mal überraschen. Dann haben wir hier eine kleine Hardbox und zwar im deutschen Titel Tanz der Hexen 2, Original Witch Story. Ich habe daran dunkle Erinnerungen an die frühen bzw. mittleren 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre. Und, oder von wann ist der? 89, ja, 89, war Ende der 80er. Ich habe ihn irgendwann schon mal auf VHS gesehen. Aber es ist schon ewig, ewig her. Und der Trailer, der hat mich dann doch wieder so daran erinnert, dass der Film noch recht gut gewesen sein muss. Und ja, da habe ich ihn jetzt einfach mal mitbespielt bei der letzten DTM-Bestellung. Kam 15,99 €, glaube ich. Und ja, mal gucken. Hoffe, die Erinnerungen sind so wie damals. So, dann haben wir jetzt mal was Anspruchsvolles, eine Dokumentation und zwar Vergissmeinnicht. Und zwar geht es jetzt hier um einen Sohn, der seine Mutter im Demenzstadium begleitet. Also berichtet im Prinzip über seine Mutter, wie die Demenz im Prinzip das ganze Familienleben verändert und negativ natürlich auch teilweise ein bisschen ins Positive. Ja, also ist ein trauriger Film, traurige Dokumentation.
Ich habe mir den Film geholt, eigentlich, weil ich das Ganze durchgemacht habe, auch mit meiner Oma über Jahre und weiß, was Demenz heißt und was für ein schwerer Schicksalsschlag das auch für die ganze Familie bedeutet. Und ja, es ist wirklich zu empfehlen. Also, es ist wirklich mal, die Sache geht wirklich ans Herz und ist wirklich sehr interessant. Und nur Hut ab vor dem, wie heißt er noch schnell? David Sieveking ist eigentlich eine wirklich geniale und super Dokumentation über das Thema Leben und Sterben mit Demenz, Umgang mit Demenz. Wirklich zu empfehlen, Vergissmeinnicht. So, dann haben wir hier The Purge, die Säuberung. Jetzt ein krasser Sprung von dieser wirklich interessanten Doku zu einem mittelmäßigen Film, ich sagen würde. Also ja, würde von mir knapp 7 Punkte von 10 bekommen. Sehr, sehr, sehr ja, interessante Story und ja, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Zieht euch mal den Trailer rein und wie gesagt, für kleines Geld kann man sich den mal hinstellen. Kommt übrigens der zweite Teil jetzt ins Kino. So, dann haben wir hier noch einen OVP verpackten und zwar Seelen. Da, wo ich dann gelesen habe, dass es von der Autorin ist, die auch die Twilight-Saga geschrieben hat, ja, war ich dann doch schon ein bisschen entsetzt, weil Twilight ist ja absolut nicht mein Fall. Aber der Trailer hat mich da so ein bisschen angezeckt und den für 9 Euro einfach mal mitzubestellen. Wie gesagt, und sollte mir ja nicht gefallen, dann ja, wird sich ein Abnehmer finden, denke ich mal. Seelen. Dann eine absolute Trash-Granate aus den 70er Jahren. Hier absolut Krieg der Sterne nachgespielt oder wollten sie, hatten sie versucht nachzuspielen. Star Crash mit Christopher Plummer und David the Hasselhoff und Caroline Monroe. Und er hier, Mr. Maniac, Joe Spinell. Ja, also mehr wie 4, 5 Euro ist er nicht wert, weil die Bildqualität ist definitiv kein HD. Dann haben wir hier Nostradamus. In der Langfassung. Kinofassung und Langfassung ist anwählbar. Wirklich sehr interessanter Film. Sehr ordentliche Bildqualität. Kann man wirklich empfehlen. Sehr interessant. Dann haben wir hier den Film Parker mit Jason Statham und Jennifer Lopez. Ganz witzig, der Film. Oh, teilweise recht hart und recht derbe Szenen, hat eine FSK 16, selbstverständlich Uncut, hier von Konstantin Video oder Konstantin Film. Ja, ich fand ihn nicht schlecht, Parker. Dann hier ein Abenteuerfilm, letztens mal für 6,80 € oder so bei Amazon mitgenommen, Kon-Tiki, die Geschichte von Thor Heyerdahls. Absoluter Blindflug. Nur der Trailer hat mich so ein bisschen an den Film rangeführt und wie gesagt, da lasse ich mich einfach mal überraschen demnächst. So, dann haben wir was für unsere Disney-Freunde. Mary Poppins, diesen potthässlichen Cover von Disney. Klassiker, dazu braucht man einfach nichts, eigentlich nichts sagen. Der ist übrigens schon eingelöst, nützt euch sowieso nichts. Ja. Absoluter Klassiker Mary Poppins. Dann haben wir hier 80er Jahre Action Trash im Wendekreis des Söldners. Ungekürzt ab 18. Klaus Kinski in Jack the Ripper, der Dürrenmörder von London. Unter anderem spielt er auch Herbert Fuchs mit. War mal für 5,99 € bei buch.de letztens im Angebot. Dann hatte ich den mal mitgenommen. Oh, der liegt schon ein paar Wochen. So, dann haben wir hier auch, hatte ich den mal für 5,99 € bestellt. Eraser, der hatte mir noch gefehlt in der Sammlung. Mit Arnie. Sollte ja auch jedem bekannt sein. Nicht vielleicht sein bester Film, aber oh, durchschnittlicher Arnie-Film. Dann heute frisch eingetroffen, Stephen Kings Manchmal kommen sie wieder. In der ungekürzten Fassung.
im Original CinemaScope-Format oder im geöffneten Vollbildformat ist anwählbar. Da unten steht's. Manchmal kommen sie wieder. Ein cooler Film. Dann haben wir hier Schlacht um Midway. Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Robert Mitchum, Chichiro Hifune, Glenn Ford, Robert Wagner. Ja, ein ganz netter Kriegsfilm eben. Und ist ein Haufen Bonusmaterial drauf. Ebenfalls die Super 8-Fassung. Schlacht um Midway. Dann kommen wir jetzt hier zu drei Bud Spencer und Terence Hill Filmen. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Hier in der Limited Edition mit Booklet und Schuber. Auch noch original verpackt. Dann haben wir hier zwei Wie Pech und Schwefel. Ich sammle ja diese Schuber-Version mit dem Booklet. Sind zwar so immer so 3 bis 5 € teurer, aber naja. So hat jeder seine Spinnerei. Und ich brauche halt, da ich die anderen schon alle mit dem Schuber habe, sammle ich die jetzt halt weiter im Schuber. Das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, zu den Filmen selber dürfte man eigentlich nichts sagen müssen mehr, weil das sind ja absolute Klassiker der Sparte. Bud Spencer, Terence Hill. So. Rotten wir mal ein bisschen. Zieht das nämlich jetzt in einem Part durch. Scheißegal. Ich denke mal, wir werden auf ungefähr eine halbe Stunde kommen. So, dann haben wir hier die ungekürzte Fassung von See No Evil. Da steht's, Uncut. Mit Kane als Killer in der Hauptrolle. Damals hat ja immer diese Handyszene hier gefehlt, wo er der einen Tante da das Handy in den Hals drückt. Die ist jetzt hier enthalten. See No Evil. Geiler Slasher, wie ich finde. So, dann kommen jetzt doch noch ein paar Steals. Und zwar Gravity 3D. Ups, ja, da ist nicht viel zu sehen, außer das Männchen hier im Weltall. Ja, absolut geiler Film. Also ich war wirklich positiv überrascht. War damals ein Blindflug und ja, hammermäßig, Oscar-mäßig richtig, hat richtig abgesahnt, hat die Oscars verdient. Dann haben wir hier Infestion. Nur ein toter Käfer ist ein guter Käfer im Steelbook. Geiler Tierhorror-Trash. Tierhorror-Trash-Komödie, würde ich sagen. Also hat ein paar nette Szenen. Ja, und ein paar derbe für eine FSK 16. Aber es ist halt nur auf lustig gemachte Teil. Also sollte man natürlich nicht ernst nehmen. Absolut zu empfehlen für unsere Trash-Freunde. Wer die noch nicht kennt, zieht euch mal in den Trailer rein. Der ist schon lustig. So, dann haben wir hier den ersten Teil von Hostel im Steelbook in der Extended-Version. Ungekürzt als Blu-ray. Die haben mir jetzt noch gefehlt, die Hostel-Teile. Ich wollte sie mir eigentlich erst nicht holen, aber na, die waren jetzt so günstig. Bei Zede kam der 10,49 €. Und den zweiten Teil gibt es ja leider nur in einer extrem geschnittenen FSK 18-Fassung. Deswegen habe ich mir bei Full Mundo letztens die DVD-Stil-Version hier gekauft. In der Extended-Fassung, Spiel-JK geprüft. Top-Zustand wie neu, da ist nicht ein Kratzer drauf, nichts. Hier ist zwar dieser Kehlenschnitt auch nicht mit drin. Die waren wohl 4 oder 5 Sekunden, ich weiß das jetzt ja nicht, aber alles andere ist enthalten und ja, ist die längste Fassung, die man auf Deutsch bekommt. So wie er ist, ist er ja deutschlandweit beschlagnahmt. Hostel 2. So, dann haben wir hier ein schönes super mega Top-Steal aus UK und zwar von Robocop. Auch noch OVP, wie ihr seht. Mit der 4K-Masterung. Einzige, was sie hätten machen können, den Robocop-Schriftzug eventuell noch eine Prägung verpassen. Aber naja, okay, man kann nicht alles haben. Aber trotzdem geil. Dann haben wir hier das Steel von Taxi Driver. Hier ist der Schriftzug geprägt. Hab den Film nie richtig gesehen. Der war einfach mal irgendwann vor ein paar Wochen oder vor 3 Monaten hatte ich den mal gekauft. Angebot für 9 Euro und da habe ich mir mal mitgenommen. Hat natürlich auch auf deutschen Ton. Robert De Niros Klassiker. So, dann Point Break. Gefährliche Brandung. Auch noch OVP. Auch von Zavi. Auch für knapp 9 Euro. Auch schon eine Weile im Schrank zu stehen. Mit Keanu Reeves und Patrick Swayze in den Hauptrollen.
So, dann haben wir hier die Western-Box. Die war letztens bei Amazon im Angebot. Die vier Western-Filme, die Gewaltigen, Ein Fressen für die Geier, Sinola und mit Dynamit und frommen Sprüchen. Limited Edition in dieser galaktischen Holzbox für 19,97 €. Ja, bin jetzt nicht der absolute Western-Fan, aber sieht doch klasse aus. Macht sich ganz gut, aber egal. Ist auch noch OVP, wie ihr seht. So, dann haben wir hier ein paar Jackie Chan-Filme. Und zwar Police Story 2. Die neu remasterten Versionen von Splendid kommen ja jetzt reichlich. Jeden Monat so ein bis zwei Titel oder so, ja noch mehr. Dann haben wir hier Police Story 1. Teilweise ist jetzt die deutsche Originalsynchro und die neue Synchro drauf. Ansonsten sind die längsten Fassungen, die möglich sind, inklusive auch gekürzten deutschen Kinofassungen. Ist bei den verschiedenen Filmen unterschiedlich, aber ist beides immer anwählbar. Bei den meisten Filmen jedenfalls. Je nachdem, wie es noch ja, aufzutreiben war. Und dann Arm of God, der erste Teil. Die anderen sind auch schon alle vorbestellt. Bei mediadealer.de kosten die unter 10 €, glaube 9,49 €. Da habe ich mir die alle bis die Titel, die bis Ende Mai erschienen, scheinen alle vorbestellt. So, dann haben wir hier heute erschienen, beziehungsweise heute bekommen, Your Next. Kenne nur den Trailer, den Film selber habe ich noch gar nicht gesehen. Habe aber durchweg eigentlich nur positive Beurteilungen gehört und ja, habe ich mir einfach mal von OFDB mitbestellt. Kam 14,98 € und bin gespannt, werde mir mal am Wochenende einziehen. Dann haben wir hier Reichtum ist keine Schande mit Steve Martin. Ein Klassiker der Komödie. Von wann ist der eigentlich? Wann steht das jetzt hier? Von 1900 und Schlag mich tot? Keine Ahnung. Also jedenfalls ziemlich alt, der Film. Ja, aber ist wirklich top. Also Steve Martin sehe ich sehr gerne und ist einer seiner besten Filme überhaupt. Dann haben wir hier die Blu-ray von Dead Heat, Entschuldigung, Dead Heat natürlich mit Treat Williams und Joe Piscopo. Da habe ich mal die DVD-Variante gehabt und die habe ich getauscht. Ja, wie gesagt, ist auch noch OVP. Quali soll ganz in Ordnung sein, soweit ich gehört habe. Und ja, Film ist einfach nur Kult. Dead Heat. Dann haben wir hier die Neuauflage von Der letzte Countdown. Dürfte auch vielen klar sein. So, wir kommen langsam zum Ende. Das nackte Gesicht mit Roger Moore und Rod Steiger. Ein kleiner Thriller, also wirklich ein spannender kleiner Thriller, sehr zu empfehlen. Ist öfters mal für 4 oder 5 € zu bekommen. Einfach zuschlagen, sehr spannend erzählt. Cover ist jetzt nicht vielleicht der beste, aber ist wirklich ein kleiner Geheimtipp. Das nackte Gesicht. Dann haben wir hier einen Klassiker von Wes Craven und zwar Die Schlange im Regenbogen. Aus der Koch-Kaputt-Reihe. Geiler Titel, oder? Ist in Deutschland, glaube ich, immer noch indiziert. Die Schlange im Regenbogen. Dann ein klasse Film, wie ich finde, ist The Conjuring, die Heimsuchung. Mega spannend. Hab den damals mit meiner Frau im Kino gesehen und ja, war wirklich positiv überrascht. Einzige, was stört, ist dieses hässliche FSK 16-Logo. Naja, okay. Vielleicht kommt ja früher oder später mal noch ein Stil hinterher geschoben, wie jetzt bei Cloud Atlas. So, dann haben wir hier RIPD, Rest in Peace Department in 3D. Ja, der Film selber ist, würde ich mal sagen, 7 von 10 Punkten mit großzügiger Bewertung gesehen. Ganz nett, kann man sich mal einziehen. Ja, 3D-Effekte sind geil und die Handlung her ist ja, hätte etwas besser sein können. Man hätte mehr draus machen können. Aber die war im Angebot letztens mal und da habe ich zugeschlagen. So, jetzt nochmal Gas geben. Ich habe hier noch 7 Minuten auf dem Speicher, dann ist Ende. So, dann haben wir hier Antisocial. Alles andere als normal, ein normaler Virus.
Ja, der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Das Einzige, was mich hier gestört hat bei dieser Bude, passt bloß auf, hier, Matt Dimension, da steht nämlich 16 zu 9, 1 zu 1, da steht Bildformat, aber die Dinger sind auf Blu-ray, soweit wie ich mitgekriegt habe, nicht in 1080p, die sind in normaler DVD-Auflösung. Sollte das bei dem hier genauso sein, wie ich schon mal einen hatte, den hatte ich dann weiterverkauft, wenn ich die Bude meine. Also ich habe wieder nie aufgepasst, dass das wieder diese Mad Dimension Bude ist. Film soll geil sein, aber wenn das nur DVD-Qualität ist, geht der wieder über eBay in die Bucht. So, dann haben wir hier das Geheimnis des steinernen Monsters. Klassiker. Hier von Anolis Entertainment rausgebracht. In der 999er Auflage. Also wer da interessiert ist an diesen alten Trash-Science-Fiction-Klassikern, sichert euch die Teile schnell. Die sind bestimmt innerhalb von maximalen Jahr, dann ist der vergriffen, wenn überhaupt. So, dann haben wir hier die kleine Hardbox von Panik in der Sierra Nova. Tierhorror-Trash, ja, kann man so sagen, so ein Tierhorrorfilm mit Leslie Nielsen, Christopher George und Richard Nickel, Jekyll, Entschuldigung, nicht Nickel. Draußen lauern die Bestien. Kleiner Geheimtipp, zieht euch mal den Trailer rein. Wirklich zu empfehlen. Hier in der kleinen Hardbox von Retro-Video kam 7 Euro. Dann habe ich hier die kleine Hardbox von Der Mann auf dem Dach. Blindkauf, Trailer sah sehr interessant aus. Habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich mal bei, wo war das? eBay? Ja, eBay für 10 Euro oder 12 Euro mit Versand. Ich glaube, waren 12 Euro mit Versand gekauft. Und ja, Der Mann auf dem Dach ist übrigens ein schwedischer Film. Dann haben wir hier Karate Küsse blonde Katzen in der kleinen Hardbox von NSM. Ja, absolut geiler Film. Also heiße Abenteuer im Fernen Osten. Eine Koproduktion von Shaw Brothers und einer deutschen Produktion. Regie Ernst Hofbauer. Es ist wirklich genial. Das ist eine Mischung aus Kung-Fu und Softsex und ja, Softsex-Komödie. Also richtig cool. Übrigens ist hier auch noch die Super 8-Fassung mit an Bord. Karateküsse, blonde Katzen. So, Endspurt. Fünf tödliche Schlangen, Five Deadly Venoms, Fäuste, die alles zerschmettern, hier in der großen Hardbox von X-Video als Blu-ray. Auch noch OVP, wie ihr sehen könnt. 101 Minute Spielzeit, ungekürzte Fassung, selbstverständlich. Mal eine andere Farbe für eine Box, oder? Sieht doch geil aus, das Artwork. Ich stehe auf so eine Eastern-Sachen. So, dann kommen noch mal zwei Eastern von XMP, R-Rated Median Pool. Sollte die alten VMP-Videokassetten nachmachen. Das Schlitzohr mit der Affentechnik haben wir hier. Kamen alle jetzt 10 Euro. Dann haben wir hier noch die tödlichen Fäuste der Shaolin mit Alexander Fu Sheng in der Hauptrolle. Auch ein Shaw Brothers Film. Dann ein weiterer Tierhorror, kurz vor Schluss, und zwar Grizzly, hier im Cover B, Cover A war leider vergriffen, aber die große Hardbox kam auch nur 7,99 und da konnte ich nicht widerstehen. Ebenfalls von Retro Video, limitiert auf 111 Stück. Hier haben wir die Nummer 77 in den Hauptrollen Christopher George, wer spielt da noch mit? Halt, vorne steht's, Andrew Pine, kennt keiner. Aber Richard Jekyll, der hat auch schon in diesem Präriefilm, na, den ich vorhin vorgestellt hatte, mitgespielt. Sierra Nova, Panik in der Sierra Nova. Genau. Grizzly ist ein geiler Film, gibt es auch eine Super 8 die Version. Bär greift irgendwelche Camper an und ja, Bär wird gejagt. Klassischer Tierhorrorfilm aus den späten 70ern. Grizzly. So, noch zwei und dann haben wir es. Und zwar hier Black Moon in einer kleinen Hardbox von Marketingfilm. Ja, ganz netter Agenten-Action-Thriller aus den frühen 80er Jahren. Mit Tommy Lee Jones. Da war er noch jung, meine Güte. Sieht die Sache von innen aus. Black Moon Rising, der Originaltitel, Regie John Carpenter. So, jetzt kommen wir zum letzten Film und zwar aus der Midnight Movies Reihe Schock von Mario Bava. Auch noch nicht gesehen.
Soll aber ganz nett sein. Bildformatangabe 16 zu 9 ist falsch, ist in 4 zu 3 mit Letterbox-Balken. Habe ich schon reingeguckt. Schade drum, aber okay, für 2 Euro habe ich den mit Porto bekommen. Da kann man nicht meckern. Gut, meine lieben Freunde, wie Hetmiss J immer sagt, das war's dann. Wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt mir gewogen. Jetzt war es ein Mega-Update, 35 Minuten, volle Power. Ich hoffe, es wird nicht langweilig für euch. Wenn nicht, searcht da einfach mal vor. Und ja, wie gesagt, nächste Update dürfte dann irgendwann Mai oder Juni kommen. Mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Ansonsten gibt es vielleicht nur ein, zwei kurze Videos bei Neuerscheinungen, die ich bekomme. Ich werde sehen, werde dann spontan sein oder auch etwas brauchen. Schönen Abend euch noch, bis demnächst, euer HD-Freak 1968. Bis bald. Ciao, ciao.